It's a story of survival, effectively, but police are still trying to piece a lot of it together. A three-year-old boy found alive and in good health after being missing for 2 full days in the wilds of Montana. Keep asking about what happened. Riker, do you remember when you got lost? Mm-hmm. What do you see? I see a house. A house? In the woods? Yeah. Heute geht es um ein 3-jähriges Kind namens Riker Webb. Er ist beim Spielen angeblich grundlos weggelaufen und wurde volle 2 Tage später unverletzt aufgefunden. Doch es gibt einige Ungereimtheiten in diesem Fall. Niemand weiß, wie er überhaupt unverletzt überleben konnte in der Wildnis. Es war eiskalt, heftige Gewitter und Stürme fegten über das Gebiet. Und er wies keinerlei Unterkühlung auf. Es ist auch noch unklar, wie er 6 Kilometer weit alleine gehen konnte. Außerdem hatte er plötzlich anderes Gewandern und viele sind sich sicher, dass die Gesichtszüge nicht zu Riker Webb passen und dass ein anderer Mensch oder sogar ein anderes Wesen ist, das seinen Platz einnimmt. Alles, was ich dazu herausfinden konnte und warum irgendetwas mit seiner Geschichte und auch seinen Eltern nicht stimmt, schauen wir uns nach dem Intro an. Hallo zusammen! Dieser Fall hat mich so gefesselt wie schon lange kein vermissten Fall mehr, denn alles an dieser Geschichte ist irgendwie seltsam. Aber beginnen wir mal ganz von vorne. Das Ganze ereignete sich letztes Jahr in Montana in Amerika. Der kleine 3-jährige Riker war mit dem Hund draußen spielen und sein Vater war zu Hause, um auf ihn aufzupassen. Nach eigenen Angaben war der Vater dann 1 Minute lang im Haus, um etwas zu holen und als er zurückkam, war Riker samt Hund verschwunden. Jetzt kommen wir schon zu der ersten komischen Sache in diesem Fall. Denn der Vater hat laut eigenen Angaben erstmal 2 ganze Stunden lang alleine Riker gesucht, bis er die Polizei angerufen hat. Für viele klingt allein das schon unlogisch, denn wir reden hier von einem 3-jährigen Kind. Es ist erstmal seltsam, dass er nach 1 Minute so weit weggelaufen ist, dass der Vater ihn nicht mehr gefunden hat. Und noch seltsamer ist dann, dass er ganze 2 Stunden lang mit dem Notruf gewartet hat. Die Polizei hatte sofort mit Einsatzkräften, Freiwilligen und sogar einem Hubschrauber sowie Drohnen eine große Suchaktion gestartet. Außerdem hat die Polizei einen Code Red ausgerufen. Das bedeutet, dass alle Menschen der Umgebung ihre Grundstücke und ihre nähere Umgebung nach Riker absuchen sollten. Das Ganze hat auch einen einfachen Grund, die Nacht erreichte Minusgrade und es war Gewitter und Sturm angesagt. Also für einen 3-Jährigen alleine im Wald nicht gerade die beste Überlebenssituation. 2 Tage vergingen ohne irgendeine Spur von Riker, als ein Ehepaar etwa 6 Kilometer vom Ort des Verschwindens ein Wimmern in ihrem Schuppen hörte. Ängstlich und verwirrt fanden sie den kleinen Riker und haben natürlich sofort die Polizei kontaktiert. Wusstet ihr, dass jetzt ein Feuerwerk erscheint, wenn ihr meinen Kanal abonniert und einen Daumen hoch gebt? Kein Scherz, das ist eine neue YouTube-Funktion. Probiert es mal aus, außerdem verpasst ihr dann nichts mehr und unterstützt mich sogar noch. Die kontaktierte Polizei alarmierte dann natürlich sofort die Rettung und die Familie und Riker wurde gesundheitlich untersucht. Und das nächste Seltsame, er war kerngesund. Er war zwar ein bisschen dehydriert, aber das war's. Selbst seine Körpertemperatur war normal. Was keinen Sinn ergibt bei den kalten Witterungen. Und fällt euch noch etwas Seltsames auf? Seine Nase blutet. Wie es dazu gekommen ist, konnte ich nicht herausfinden, es gibt auch keinerlei logische Erklärung dafür. Aber noch seltsamer ist sein Gewand. Wir erinnern uns an die Aussage seines Vaters. Er war draußen mit seinem Sohn spielen. Ist es normal, in einem Pyjama und ohne Schuhe draußen zu spielen? Hier gibt es wieder extrem seltsame Berichte. Einige Newsartikel berichteten darüber, dass es ein komplett anderes Gewand ist und die Eltern kennen diesen Pyjama nicht mal. Was extrem gruselig wäre, weil wer hat ihn dann umgezogen und woher die passende Kleidungsgröße? Andere Newsseiten beschreiben wiederum, dass der Vater sich nicht genau erinnern konnte, was sein Sohn anhatte. Egal was jetzt stimmt, beides wäre irgendwie seltsam und gruselig. Auch seltsam ist, dass Riker komplett anders aussieht. Wenn man sich die Gesichtsform, die Augen und die Nase ansieht, erkennt man laut der Meinung vieler deutliche Unterschiede. Und ja, auch für mich sieht er schon irgendwie anders aus. Aber wie auch schon zum Beispiel bei Bebop and Bebe oder auch bei Tiffany Dover,
Es ist extrem schwierig, das Ganze als Außenstehender zu beurteilen. Außerdem sieht man auf dem Foto, dass er ganz klar in einem Schockzustand ist, denn wer weiß, was er überhaupt alles erlebt hat alleine draußen im Wald. Das ist ja schon extrem gruselig, alleine von der Geräuschkulisse her. Und ich weiß auch nicht genau, wie alt das Vergleichsbild ist, und wie wir wissen, verändern sich Kinder ziemlich schnell. Trotzdem wirkt es gruselig und seltsam. Noch hinzu kommt, dass die Eltern einen DNA-Test machen ließen, als Riker gefunden wurde. Kann mir bitte jemand erklären, wie man auf die Idee kommt, als Elternteil einen DNA-Test zu machen? Das heißt ja dann im Umkehrschluss, die Eltern selbst müssen gemerkt haben, dass ihr Kind irgendwie anders und verändert aussieht. Ich weiß zwar nicht, ob diese Information wirklich zu 100% der Wahrheit entspricht, aber einige Newsartikel berichten über so einen DNA-Test. Seltsam war auch noch, dass manche Newsseiten geschrieben haben, dass er 4 Jahre alt ist und manche Newsseiten haben geschrieben, dass er 3 Jahre alt ist. Das Ganze kommt angeblich auch wegen der Aussage des Vaters zustande. Denn er hat nämlich Riker als 3-Jährigen vermisst gemeldet, aber als er dann gefunden wurde, sagte der Vater sowas wie: "Ach ja, übrigens, mein Sohn ist doch eigentlich 4 Jahre alt." Und die Mutter bestätigt ebenso, dass er 4 ist. Wie kann der Vater das Alter seines Kindes nicht kennen? Ihr merkt schon, irgendetwas ist total komisch an diesem Fall. Doch die seltsamen Umstände nehmen damit kein Ende. Laut der Polizei ist die einzig logische Erklärung, dass Riker in 2 Stunden bis zum Schuppen gegangen ist, was heftig wäre, denn er hätte ca. 6 Kilometer als 3-Jähriger oder eben 4-Jähriger in 2 Stunden zurücklegen müssen, um dann dort vor Sturm und Gewitter Schutz gefunden zu haben. Deshalb soll er angeblich auch nicht unterkühlt gewesen sein. Aber er hatte trotzdem einfach nur einen Pyjama an und es war ein einfacher, ganz normaler, alter, undichter Geräteschuppen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, selbst wenn es dort trocken und eventuell windgeschützt hatte, dass er dann nicht unterkühlt ist. Ich meine, er hatte einen ganz dünnen Pyjama an und wie gesagt, dieser Geräteschuppen dort hatte keinerlei Isolierung. Es müsste dort also eiskalt gewesen sein. Der Sheriff meinte, Riker hat zwar nicht viel geredet, er soll dem Sheriff gesagt haben, dass er sich nicht erinnert, warum er überhaupt losgegangen ist, was auch schon mal seltsam ist, und er sagt aber, dass er auf jeden Fall alleine gegangen ist und dann eben zufällig diese Hütte gefunden hat. In einem TikTok-Video der Mutter, wo sie ihren Sohn über seine Odyssee ausfragt, sagt er dann plötzlich Folgendes: "Keep asking about what happened. Riker, do you remember when you got lost? Mm-hmm. What do you see? I see a house. A house? Woods. In the woods? Yeah. So I can let them go and then I can, so I can live in..." "Someone lived in the house? Yeah. I'm sorry that happened to you, bro. That was scary. You okay though now?" "Mm-hmm. Yeah." Er erwähnt nämlich plötzlich irgendeinen Mann. Der Mann war auch bei dem Schuppen und die Mutter fragt sogar noch, ob er weiß, wer dieser Mann war. Aber warum sagt er dann der Polizei was anderes? Weil durch diese Aussage eröffnen sich einfach völlig neue Wege. Man hätte jetzt gesagt, er ist entweder grundlos weggerannt, weil er irgendwas gesehen hat, oder der Hund ist eventuell weggerannt und er wollte den Hund einfach nur zurückbringen. Das wären ja noch irgendwie logische Erklärungen. Der Hund ist aber übrigens bis heute vermisst. Über diesen Hund wird in keinem Newsartikel auch nur irgendwie gesprochen. Der ist einfach weg. Und ich dachte dann, Moment. Was ist, wenn er eigentlich von einem fremden Mann in den Wald gelockt wurde und dieser Mann das Kind dann zu dieser Hütte gebracht hat? So würde auch irgendwie das andere Gewand plötzlich Sinn ergeben. Weil was ist, wenn dieser Fremde ihn umgezogen hat? Und wer weiß, was der noch alles gemacht hat? Mein nächster Gedanke war dann, ich muss unbedingt den TikTok-Kanal der Mutter finden, weil ich habe mir dort nämlich weitere und neue Hinweise erhofft. Denn ich konnte einfach nur von dieser Aussage mit dem Mann irgendwelche Reuploads des Clips finden. Und endlich hatte ich einen Clip gefunden mit Wasserzeichen. Ich wusste also jetzt, wie der Account der Mutter heißt. Okay, jetzt bin ich schon echt gespannt. Schauen wir mal, was auf dem Account der Mutter zu sehen ist und ob es dort weitere Hinweise zu dem Fall gibt. Okay, ihr Account wurde komplett gelöscht. Wie seltsam ist das jetzt wieder? Ich kann mir nicht mal das Originalvideo dazu anschauen,
und ich kann auch keine anderen Videos anschauen, weil der Account komplett gelöscht wurde. Zu diesem Fall gibt es auch noch einige paranormale Erklärungsversuche, die ich auch kurz noch ansprechen möchte. Einige sprechen nämlich davon, dass Riker ein Wechselbalg sein könnte. Ein Wechselbalg ist ein europäischer Aberglaube, in dem davon ausgegangen wird, dass eine Art von Dämon oder böser Geist ein Kind austauschen kann. Es sieht ident aus, doch es ist dann etwas anderes, etwas Böses, etwas nicht Menschliches. Das würde dann auch irgendwie die Story mit dem Mann erklären. Was ist, wenn dieser Mann eigentlich ein Dämon war? Doch dann wäre es auch gleichzeitig irgendwie unlogisch, wenn das ausgetauschte Kind darüber spricht. Doch warum hat die Mutter das Video und sogar den ganzen Kanal wieder entfernt? Die zweite paranormale Erklärung wäre der klassische Skinwalker. Skinwalker sollen nämlich mythische Wesen sein, die die Gestalt einer Person annehmen können, die sie verschleppt haben. Auch das würde dann Sinn ergeben, wenn er ein bisschen anders aussieht, und der Mann könnte in dem Fall auch wiederum der Skinwalker gewesen sein. Doch alle diese Erklärungsversuche klingen extrem absurd und gruselig, wenn man genau darüber nachdenkt. Was denkt ihr, ist da wirklich passiert? War es etwas Übernatürliches? Wurde das Kind wirklich ausgetauscht? Als Wechselbalg oder auch als Skinwalker? Oder denkt ihr, es war wirklich einfach ein fremder Mann, also ein echter Mensch? Die Story wäre dann aber mindestens genauso gruselig. Und findet ihr persönlich, dass Riker jetzt plötzlich anders aussieht? Oder ist das nur durch den Schock irgendwie so seltsam? Aber wie erklärt ihr euch dann die ganzen seltsamen Ungereimtheiten mit der Familie? Das Alter wurde vergessen, er hatte anderes Gewand an und dann auch noch dieser komische DNA-Test? Und warum wurde überhaupt 2 Stunden lang gewartet, bis Hilfe gerufen wurde? Oder denkt ihr auch, der Kleine hat wirklich nur den Hund verfolgt, hat Zuflucht gefunden, bis er entdeckt wurde, und es ist eine ganz normale Geschichte mit einem Happy End? Doch wie kann man sich dann die Story mit dem Mann erklären? Und wie erklärt ihr euch die fehlende Unterkühlung? Und wie erklärt ihr euch in diesem Fall dann das fremde Gewand? Der Fall ist für mich wirklich ein extrem großes Mysterium. Schreibt mir unbedingt all eure Ideen und all eure Meinungen zu diesem Fall jetzt in die Kommentare. Ich hoffe echt, dass wir das noch irgendwie lösen können. Um meine Videos zu unterstützen, könnt ihr jetzt das Video liken, meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Vielen Dank an die Patreon- und Kanalmitglieder. Schreibt eure Wunschthemen jetzt in die Kommentare und hier erwarten euch 2 weitere gruselige Videos.